Hallo, lieber Aufrufer. Jetzt kommt für mich ein etwas schwieriges Thema, insofern, weil ich es eigentlich für eine äußerst private und intime Sache halte, die natürlich im zivilen Staat, also im Rechtsstaat, auch eine öffentliche und politische, letztlich eine rechtliche Dimension hat und die bedarf der öffentlichen Diskussion. Ich rede hier von der sogenannten Homo-Ehe, die es in einigen westlichen Ländern gesetzlich mehr oder weniger neuerdings gibt, jetzt auch in Deutschland. Das heißt, Männer dürfen eine zweipaarige Ehe rechtliche Verbindung eingehen oder auch zwei Frauen, wobei diese Kriterien Mann oder Frau wird also tatsächlich an den Geschlechtsmerkmalen festgestellt, ja, also Frau ist hier Tuttelchen und unten ein Mäuschen und Mann ist dann also keine Tuttelchen und dafür ein Pips. Was das für Merkmale sein sollen für alles andere, was diese Menschen noch tun, weiß ich nicht. Aber es lohnt sich, sich darüber zu unterhalten. Also wer zum Beispiel geschlechtsspezifisch sexuelle Erfahrungen hat, nehmen wir mal jetzt den sogenannten Mann, ja, Primärmerkmale Mann, ja, sagen wir mal im Fußballverein oder bei der Bundeswehr, kann sich ja mal mit seinem Kumpel über seine sexuellen Erfahrungen, Ängste, Erfolge und was alles, Hoffnungen, Wünsche, unterhalten. Er wird sehr bald merken, der andere versteht ihn nicht richtig und ihn selber interessiert aber das Zeug, was der andere erzählt, auch nicht so ganz doll, weil man sich doch nur quasi symbolisch über die Sprache versteht, aber also ein erfolgreicher Geschlechtsakt ohne Worte, wo die Beteiligten glücklich sind, ist wahrscheinlich kommunikativ das überzeugendste Erlebnis, im Unterschied dazu, dass man über ein gutes Essen redet oder sich erzählt, wie man vor 20 Jahren gemeinsam mal eine Kiste Bier ausgesoffen hat. Also erzählter Schmerz, den habe ich gern. Und wenn man beim Wirt dann bezahlt und lässt das Geld klingeln und nimmt es dann wieder mit, dann sagt er, vom Klang des Geldes ist hier nicht bezahlt. Also mit anderen Worten, die Homo-Ehe hat jetzt eine nächste Stufe erreicht, nämlich da geht es um die Wünsche solcher Zweierpaare, auch Kinder zu haben, die sie nicht selber zeugen können. Wenn es Männer sind, dann kann einer dieser Männer, wenn er ordentliche Verhältnisse hat, also ein Kind adoptieren. Er kann sich eins aus Indien holen oder ein Roma-Kind, von dem man dann der Nachbarschaft sagt, das ist ein indisches Kind oder was weiß ich. Gut, und jetzt geht es also um die Frage, die heute wohl entschieden worden ist, jedenfalls als Gesetzesentwurf, dass beide Männer einer Männerehe gleichermaßen Adoptionselternrecht haben können, genau wie richtige Eltern, nämlich immer für den Fall, dass demjenigen, der adoptiert hat, was passiert und dann hat der Zweite das Sorgerecht und so weiter und so fort. Das ist ein Thema derjenigen, die dieses wünschen und die das machen. Es ist aber auch ein Thema der Gesamtgesellschaft. Und als Gesamtgesellschaft möchte ich sagen, das ist schon ein Unterschied, wenn zwei Frauen verheiratet sind und sie lassen sich über Samenspender, we are only in it for the money, schwängern, bekommen selber ein Kind und sind dann selber die Mutter mit einem Samenspendervater, den sie entweder kennen oder nicht kennen. Und die zweite Partnerin in diesem Ehe-Duo der beiden Frauen hat kein Kind und will aber auch Mutter des einen Kindes sein. Oder sie kriegen beide auf diesem Wege ihre eigenen Kinder, wollen aber auch beide für beide Kinder sozusagen Eltern sein, im Falle, dass einem was passiert, der andere für beide Kinder das Recht hat und so weiter. Dann ist das ein Unterschied dazu, wie Männer das machen. So, auch hier kann man sagen, Vertragsfreiheit, wenn es im Rahmen von Sitte und allgemeinem lebenskulturellen Spielraum erlaubt sein soll, kann man das gesetzlich so regeln. So, das haben wir jetzt offensichtlich auch so geregelt. Insofern ist dann die Frage, wie kommen wir eigentlich auf die Idee,
dass wir im Rahmen der bürgerlichen Gesetzbuchvertragsfreiheit ja Gesellschaftsverträge schließen können nach dem BGB und das ist nicht sittenwidrig. Ich kann also sozusagen mit dem BGB-Vertrag Gesellschaftsverträge schließen, die weitgehend eheartig sind. Wie weit das auf Vormundschaften geht, ist natürlich staatlich eingeschränkt, weil genau genommen, wenn keine Blutbeziehung ist in der Verwandtschaft zwischen Eltern und Kindern, dann hat sozusagen der Staat von der Natur der Sache her eine Vormundschaft, die man über BGB, Gesetzesvertrag, nicht ohne weiteres einkaufen kann. Nur, was ich sagen will hier ist jetzt, wenn man sich auf das Gespenstertum der Ehe, zwei Leute, Mann und Frau, traditionell bezieht, ohne zu fragen, wo kommt denn diese Ehe her? Also noch vor 200 Jahren war Ehe eine besondere Partnerschaft, die im Wesentlichen auch ein Machtmittel des Staates war, ein Zwangsmittel des Staates und auch ein Macht- und Zwangsmittel der Kirche. Zwei geschlechtliche Partnerschaft ist eine natürliche Angelegenheit. Homosexuelle Partnerschaft ist aus Sicht der Homosexuellen auch eine natürliche Angelegenheit. Wenn sich ein Mann, der keinen Partner findet, an einem Warmwasserheizkörper betätigt oder an seinem Schäferhund, dem er vorher Leberwurst zu essen gibt oder mit Nutella die Frau sich Peanut Butter zwischen die Schenkel schmiert und lässt ihren Labrador mal eben durchholen, ja, ich weiß nicht, wie weit man das im Sinne von Sodomie dann als Tierquälerei bezeichnen kann, wenn dem Hund das Spaß macht. Der isst ja gerne Leberwurst. Ja, also das finde ich alles sind intime und private Sachen. Das muss jeder selbst wissen. Und ich nehme dazu eigentlich nur Stellung, wenn ich aufgerufen bin im privaten oder auch im intimen Kreis. Was denkst du denn dazu? Dann muss ich sagen, ja, ich bin bis zu gewissen Grenzen allgemein verständlich und allgemein gültig und hinter den Grenzen ist Diskretion und Intimität. Was hier verwechselt wird, ist, dass Ehe in der Folge gesellschaftlicher und gesellschaftsrechtlicher Folgen und Pflichten eine Tradition der Herrschaft ist. Nämlich zunächst der Herrschaft des Mannes über die Frau. Jetzt hat man die Ehe quasi modifiziert im Sinne der sogenannten Gleichberechtigung und wir sehen, es funktioniert ja immer weniger. Insofern, wer nun partout eine Ehe schließen will, auch noch zwischen eingeschlechtlichen Leuten, also eine homosexuelle Ehe, da muss ich ja sagen, dann wüsste ich gerne, wie der seinen Anspruch an körperlicher Hingabe, also der 55-jährige Kerl, der Lust hat zum Vögeln, seinem Partner, der es im Kreuz hat, sagt, komm, dreh dich mal auf die Seite, ja, heb mal bitte das Knie hoch, das möchte ich sehen. Und wenn er das dann nicht gefallen lässt, dann ist es ein Scheidungsgrund oder wie. Also ich sehe gar keinen Sinn in diesen Beziehungen, wenn sie sexuell sind, sind sie sexuell. Aber wie sind sie ehelich? Also hier würde ich sagen, Gesellschaftsvertrag, da kann es dann auch viel Ehen geben, vier oder fünf Leute verschiedener Geschlechter heiraten. Aber was wir jetzt haben mit der Ehe und dem Adoptionsrecht und zwei Leute bilden ein Paar, warum bilden die nicht zu dritt ein Trio? Das finde ich völlig idiotisch, die Fixierung auf diese kirchliche Tradition des Eheschlusses. Und also wie gesagt, meine Begeisterung löst das nicht aus und ich sehe überall, wie die Menschen mit solchen Gespensterregelungen überhaupt nicht klarkommen. Und ich sehe auch nicht ein, warum die geistig Unterbemittelten, die glauben, ihr Glück liegt darin, dass sie jetzt heiraten dürfen und dass sie jetzt adoptieren dürfen, ja gleichgeschlechtlich, dass die wirklich ernsthaft davon überzeugt sind, dass ihre geistig-sozialen und körperlichen Beziehungen ohne diesen Ehevertrag nicht funktionieren. Also Pestalozzi hat sich um eine Riesenschar von Kindern gekümmert, und zwar nicht im Sinne des Vatikans und der Kinderpornografie, sondern er hat sich wirklich um Kinder, die keine Eltern mehr hatten,
gekümmert, hat eine Erziehungsstätte, eine Schule gegründet, hat sich mit aller Liebe darum gekümmert, hat die auch ernährt, ohne ein solches Recht zu haben. Also ein Eigentumsrecht, ein Zwangsrecht, eine Vormundschaft. Ja, ich kann dem Kind bevormunden und sagen, was es tun soll. Wie weit soll das denn tragen? Wenn das Kind erstmal selber Zigaretten drehen kann, sagt es zu dem bevormundeten Adoptions-Zwillingsvater, sagt er, du kannst mich in der Pfeife rauchen. Also ich sehe das Glück nicht dadurch gefördert, ich sehe keinen gesellschaftlichen Bedarf, sondern ich sehe an einer desorientierten Gruppe, einer kleinen Gruppe der Gesellschaft, dass sie hier im Grunde genommen Gesetzesregelungen verlangen und ja jetzt auch erreichen, die eigentlich noch auf den ganzen Quatsch draufscheißen. Und nun sage ich nochmal hier abschließend dazu, wenn es denn durch Vernunft und Urteilskraft nicht besser geht, muss man eben, wie man so schön sagt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, muss man also dieses Ehe-Elend noch verschlimmern, um dann irgendwann zu kapieren, was es für ein Unsinn ist. Wie sagte mein Freund Franz immer, nach dem Ehejahr kommt das Ehejoch. Gut.